Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Matrixmultiplikation. Während die Rechenregeln, die wir in vorigen Videos kennengelernt haben, zur Addition von Matrizen bzw. zur Multiplikation mit einer einzelnen Zahl ganz einfach waren, die wurden ja immer nur elementweise durchgeführt, werden wir hier sehen, dass das Produkt von zwei Matrizen miteinander komplizierter definiert ist. Warum und wieso, wird sich dann später noch klären. Zunächst einmal wollen wir die Rechenregeln hier kennenlernen. Und zwar schaut das so aus. Das Produkt von zwei Matrizen A und B ergibt wieder eine Matrix C, die auf folgende Weise gebildet wird. Jede Zeile der Matrix A wird mit jeder Spalte der Matrix B multipliziert. Und dabei wird die Summe der Komponentenprodukte gebildet. Klingt furchtbar kompliziert, sehen wir gleich, ist gar nicht besonders schwierig. Als Hilfsmittel verwenden wir, zumindest jetzt zum Anfang, um reinzukommen, das sogenannte Falk-Schema. Das ist so ein rechteckiges Schema, wo wir im linken unteren Quadranten den ersten Faktor eintragen, den linken Faktor A, im rechten oberen Quadranten den rechten Faktor B und dann ergibt sich aus der Kombination von den beiden das Produkt, das Resultat, die Matrix C. Schauen wir uns das am besten einmal an zwei konkreten Matrizen A und B an und dann werden wir sehen, dass das auch gar nicht besonders schwierig ist. Wir haben also hier eine Matrix A, das ist eine 4x3 Matrix und B ist eine 3x4 Matrix. A hat also 4 Zeilen, 3 Spalten, B 3 Zeilen, 4 Spalten. Und das Ergebnis wird dann sein, eine Matrix C, die 4x4 Elemente hat. Und die Lösung machen wir jetzt eben mit Hilfe dieses Falk-Schemas. Und da schreibe ich mir als erstes mal den linken Faktor, die Matrix A, hin, so wie sie in der Angabe gestanden ist. Da stand in der ersten Zeile 3, 2 und 0. Dann haben wir 2, 4, 1, 0, 2, 2, 4, 1, 0. Und können also hier so ein paar Linien schon mal drumherum zeichnen. Und hier rechts oben kommt dann der Faktor B hin. Da fangen wir von unten an, 1, 3, 2, 4 und dann haben wir 1, 2, 1, 0 und 2, 0, 1, 3. Da überträgt man also einfach die Werte so, wie sie in der Angabe standen. Also hier links, das ist A und hier rechts oben, das ist B. Hier haben wir 4 Kreuz 3, da haben wir 3 Kreuz 4 und hier ergibt sich etwas mit 4 Kreuz 4 Elementen. Das wird die Matrix C sein, die dann A mal B ist. Und für dieses Matrixprodukt nimmt man sich jetzt immer eine Zeile von A her. Also hier können wir mal die erste Zeile von A und die Spalten von B. Nehmen wir hier die erste Spalte von B. Und dann klappt man quasi diese Spalte hier rüber an die Zeile von A, damit man sieht, was da zu was gehört. Und dann machen wir eine kleine Nebenrechnung hier. Wir haben zunächst mal das Produkt 3 mal 2, was wir hier zusammengeklappt haben. Dann addieren wir dazu 2 mal 1. Die zweiten Werte und dann 0 mal 1. Also die Zeilen und Spalten werden komponentenweise zusammen multipliziert und dann haben wir hier 6 plus 2 plus 0, das ist gleich 8. Und das tragen wir dann hier im Inneren dieser Matrix ein. Ich klicke mal hier weiter auf den Folien, damit wir das Ganze noch ein bisschen schöner, übersichtlicher da stehen haben. Also das, was wir jetzt gemacht haben, ist die erste Zeile von A mit der ersten Spalte von B zu multiplizieren. Und jetzt geht man einfach weiter. Nehmen wir hier die zweite Zeile von A und immer noch die erste Spalte von B. Man klappt das hier sozusagen wieder runter. Und dann haben wir da stehen 2 mal 2 plus 4 mal 1 plus 1 mal 1 ist 4 plus 4 plus 1 gleich 9. Und dann fürs nächste Element auch wieder das gleiche Spiel. Hier herunterklappen und dann haben wir 0 mal 2 ist 0, 2 mal 1 ist 2, 2 mal 1 ist 2 und zusammen addiert ist das 0 plus 2 plus 2 gleich 4. Und
Ja, das letzte Element hier läuft genauso. 4 mal 2 plus 1 mal 1 plus 0 mal 1 gleich 9. Und dann wechseln wir endlich auch hier die Spalte und multiplizieren dann die erste Zeile mit der zweiten Spalte. Und na, das Ergebnis landet dann immer dort, wo sich die beiden sozusagen treffen. Und auch hier klappen wir das Ganze wieder rüber und nehmen 3 mal 0 plus 2 mal 2 plus 0 mal 3 gleich 4. Und das können wir dann einfach die ganze Zeit fortführen für alle übrigen Kombinationen von Zeilen und Spalten. Und damit haben wir dann die Matrix C ausgerechnet. Also A mal B gleich C ergibt eben diese 4 Kreuz 4 Matrix. Ja, wir beobachten also, dass wir eine 4 Kreuz 3 Matrix A mit einer 3 Kreuz 4 Matrix B multipliziert haben. Und das, was dabei zusammenpassen musste, waren die Anzahl Spalten von A und die Anzahl Zeilen von B. Die müssen gleich sein, sonst hätte ich dieses Produkt miteinander nicht bilden können. Und das Ergebnis ist dann das, was übrig bleibt, die Anzahl Zeilen von A und die Anzahl Spalten von B, die hier in dem Fall zufällig beide gleich sind, die hätten aber auch unterschiedlich sein können. Schreiben wir uns das also nochmal zusammen. Ja, zwei Matrizen A und B können dann miteinander multipliziert werden, wenn die Zeilenlänge, also die Anzahl Spalten der Matrix A mit der Spaltenlänge, also der Anzahl Zeilen der Matrix B übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Matrixprodukt nicht definiert. Und auf den ersten Blick sieht das alles irgendwie total kompliziert aus, aber wir werden dann in nachfolgenden Videos noch Anwendungen sehen, wo wir dann feststellen, dass das ganz praktisch ist, dass das Matrixprodukt so definiert worden ist. Ja, und historisch ist das natürlich andersrum entstanden. Das Matrixprodukt ist so definiert worden, weil man damit ganz viele nützliche Dinge ausrechnen kann. Und das werden wir also in den nachfolgenden Videos noch üben.